Hallo und moin moin. Ja, gut. So, ich würde sagen, ich bin ganz leicht 123 Kilo, Pfund nur noch. Na, ich habe jetzt 180 Puh. Hast du bei den Diverses die Erze rausgenommen? Ja. Ja, das könnte ich eigentlich. Achso, nee, das wollte ich aktivieren. Genau. Packe ich jetzt die große Waffe. Ach, ich packe hier die Dings hin. Schwarzpulver. Ich warte immer noch auf die Donnerbüchse. Die macht Rabatz und gibt Schaden. Oh Mann, du. Warte mal, jetzt kommen wir hier irgendwo trockenen Fußes raus oder müssen wir durch das Wasser? Nee, wir müssen wohl durch das Wasser. Ja. Huch. Na gut, latschen wir mal hier so, würde ich sagen. Ne? So, wer fällt ein? Hauptsache, wir saufen nicht ab. Ja, das ist Ja. schon ziemlich unterhalts. Ja. So. Genau, wir sind auf der richtigen Weg. Wir müssen, glaube ich, geradeaus hier vorbei. So, ich denke, wir müssen hier einmal runterhupfen. So, jawohl. Ja, das geht ja mit den Rüstungen auf jeden Ja, die Fall. hat so gut wie keinen Fallschaden. Ist eine Straße? Ja, ich gucke mal eben. Moment. Ist hier gar nicht eingezeichnet. Wir müssen ein klein bisschen weiter nach links. Also an dem großen vorbei. Wir könnten aber kurz hingehen, dann hast du das auf der Karte. Ich weiß nicht, ob du es schon drauf Genau. hast. Nee, das habe ich noch nicht entdeckt, diese riesen Antennen meinst du, ne? Ja, die, genau. Nee, Dann sollten wir die da kurz war ich noch mit auf nicht. die Karte nehmen, weil Jo. die werden wir später in der Quest auf jeden Fall nochmal aufsuchen müssen. Nationale Funkanlage. Hast du gekriegt? Ja. Ja. Kommt hin. So, es könnte sein, dass hier da Mutanten. Jo, den haben wir. Ja. Ich glaube, das war immer nur einer. Da unten weiß ich nicht. Da sollten wir aber auf jeden Fall mal schauen. Ja. Also ruhig bereit sein. Gucken, was der so mit sich schleppt. Oh, oh ja, Laserscharfschützengewehr und ein paar Fusionszellen hat er. Und eine Wirbelsäule. Naja, habe ich auch. Fusionszelle, Stimpack, Ah. super. La Laser Scharfschützengewehr. Hast du auch bekommen? Ladend, ja, Ja, habe kann ich man mal auch. ausprobieren. Weiß nicht, ob du die ausprobieren willst. Zellen habe ich auf jeden Fall noch, wenn du welche aus der, also Ja. müsste ich aus der Kiste holen. Ich leg das mal auf eine Zahl. 7. Ja, wie viel willst du es probieren jetzt gleich? Warte, Ja, ich versuch's mal. ich guck mal, ob ich noch ein paar Zellen habe. Ja, 13 Stück kann ich dir noch geben. Warte, ich gehe ziemlich schnell raus. Ich weiß nicht. Guck mal. Da, Tüte. Ja. 13 Stück. Ich weiß nicht, wie groß dein Magazin ist bei dem Teil. Neun kann ich auf Ja, das ist sehr einmal. klein. Das Ja. musst du mal gucken. Ich habe 37 Schaden bei dem Ding und 94. Ich habe aber keine. Die habe ich dir jetzt gegeben. Ich habe Ja, trotzdem noch ja. 13. Wieso habe ich denn noch 13? Ach, die sind wahrscheinlich in der Waffe. Na gut. Okay. Ja gut, das wird nicht angezeigt. Ich gucke jetzt gerade noch mal was. Ich will noch mal eben diesen Bagger-Rüstungs-Bewegungs-Dingsbums lernen. Bewegungsunterstützende Servos. Ach, das war für die Arme, genau. Ah ja. Noch ein Rezept lernen. So, gut. Okay, wollen wir weiter? Ja. Gut, du schießt jetzt erstmal damit, ne? Na, mal gucken, ich probiere das jetzt mal kurz aus. Ja. Ja, mal sehen, vielleicht gefällt dir die ja. Weiß man ja nie. Das muss man immer erst ausprobieren. Also ich mag sie Ja, das nur, ist wenn richtig. sie Automatik mit großem Magazin ist, aber die kriegst du sehr schlecht. Hier ist nichts weiter. Nee. So, jetzt müssen wir, glaube ich,
Leitung hier runter. Warte mal, hier muss irgendwo Gebäude sein, meine ich. Ja. Sehen, ob wir hier runter können. Ja, müssen wir runter. Ja, boom. Alles in Ordnung. Hey, Rums und ehrlich. Warte mal, da. Wo ist denn das jetzt? Das Gebäude, wir sind, glaube ich. Wir sind aber auf dem richtigen Weg, meine ich. Ja, ja, wir sind auf dem Weg dahin. Ja. Ah. Sturz. Oh, das Mutanten. Ist tief. Hier unten sind Mutanten. Oh, ich sehe es, ja. Vorsicht, die können, glaube ich, rechts irgendwo hoch. Ja. Ah, bis ganz unten. Jo, ja, man muss mal weiter. Ja. Also. Ich bin nämlich nicht ganz runtergefallen. So, jetzt bin ich auch unten. Die lasse ich hier, die Injektor-Munition. Den Hammer nehme ich mal mit. So, mal gucken. Ja, ich nehme die Hämmer auch mit. Da habe ich, glaube ich, noch keine so Mods für, die ich entdeckt habe. Ja, es gibt ein oder zwei, die haben auch ein Sternchen. Und der ist richtig gut. Mhm. Der macht richtig. Der lohnt sich wirklich, den mitzunehmen. Moment, ich mache hier mal kurz Licht. Was ist hier hinter? Du stehst gerade auf einer Kiste. Wirklich leer. Okay. Oh ja. Da ist aber nichts drin. Hier sind noch Kronbock und Schraubenschlüssel. Ja. Hier ist auch ein bisschen was. Hier ist noch so ein Seesack mit Munition. Genau. Ich bekomme. Ah, Chat. Nee, Adektol. Oh, das nehme ich mal mit. Ich weiß nicht, ob du da auch noch was findest. Da, wo ich gerade hingeschossen habe. Wenn du mal sowas brauchst wie Adektol oder so, dann ich habe drei Stück jetzt. Ja, ich glaube, ich schleppe zwei auch mit mir rum. Warte mal. Du solltest du auch. Ja, doch, zwei. Ich kann dir auch eins gleich geben. Ich weiß nicht, ob du die hast in deiner Kiste. Ich glaube, ich habe welches, ja. Ja, die kriegt man irgendwann mal. Die braucht man auch in diesem Spiel sehr selten. In Fallout 4 braucht man die doch öfter. Vor allem, weil man mit Jet spielt. Ja, das stimmt, ja. Weil da benutze ich dann schon mal Jet in Fallout 4. Habe ich, glaube ich, vor kurzem erst gemacht. Muss ich noch schneiden heute. Wo ist denn dieses Gebäude? Ja, wir sind aber auf dem richtigen Weg. So. So, die Waffe hat nur so ein kleines Magazin, die ich hier habe. Das ist doch das einzig Lästige an der ganzen Geschichte. Das war rechts von uns. Nee, da. Müssen hier links irgendwo dahin zu kommen. Mhm. Ich glaube, wir sind gleich da. Mach mal Licht besser aus. Ja. Weil wir werden sonst zu schnell gesehen. Ja, der Punkt ist da vorne. Also gleich da. Ah ja, ich sitze es auch. Ne, da hinten, ne? Das Gebäude. Ja, genau. Jetzt sehe ich es auch. Es ist gerade aufgetaucht. So, und da müssen wir doch mit Gegenwehr rechnen. Mit ziemlicher Gegenwehr, glaube ich. Oder war das noch nicht? Doch, ich glaube. Versuchen wir doch mal übers Dach reinzukommen. Mhm. Das scheint nämlich ein Überweg zu sein. Sugar Grove. Ja. Mhm. Ich hab das schon. Wieso hab ich denn das schon? Oh, hier sind Roboter hauptsächlich. Piept wieder an. Ja. Ich gehe hier mal kurz rüber. Guck mal, was hier unten los ist. Ja, das ist das, wo wir rein müssen. Mhm.
Wo piept denn das so? Da unten, das liegt da direkt, liegt direkt vor der Tür. Vorsicht, unterschätze die Roboter nicht, ne? Weil wir werden hier mit einigen zu tun haben, jetzt glaube ich. Und ich gehe mal runter. Ja. Werde ich beschossen, genau. Bring am besten an einer etwas weiteren Stelle. Du landest nämlich genau da drin. Ach, da. Wo ist denn das blöde Gepiepse? Ich wollte das Gepiepse eigentlich zu sein. Das ist dann der Trick. Ich sehe den nicht. Ah, jetzt habe ich ihn. Mal gucken, ob ich diese blöde Waffe zerdeppern kann. Und ich muss die andere haben. Haha, hab ich sie erledigt, wa? Ja. Ja, gut, wahrscheinlich. Okay. So. Und der Typ, der liegt hier. Ja, den habe ich schon ausgeleert. Für mich ist das Gequieke schon beendet. Alpha, bla bla. Irgendwas. Ja, wir haben leider keine gleichmäßigen. Sag mal. Versucht zu entkommen. Starte. Ja, hier sind noch mehr Roboter. Müssen gleich mal gucken. Ja. Hier ist so ein bisschen was zu mitnehmen. Hier ist da auch was drin. Nö. Hops, ich muss hier nur wieder raus. Also hier müssen wir sehr vorsichtig sein jetzt, bitte. Ja. Nö, das ist also. Ich glaube, den habe ich mit einem Schuss erledigt. Cool. Das war ein echter Volltreffer. Okay, so, rein da. Was war denn das für einer? Bleischrott. Bleischrott ist immer gut. Ja, habe ich auch gerade gefunden. Ja, ich habe hier habe ich Aluminiumschrott, aber der andere hatte Blei. Ja, ja, cool. Hier ist nichts weiter. Ist hier noch was? Was ist denn das hier? Nee. Hier sind auch ein paar Flaschen, die nehme ich nochmal mit. Können wir nämlich wieder schön verkaufen. Das nehmen wir auch mit. Das ist Stahl. Das ist auch gut. Da ist so ein Bleistift oder ist das ein Pfeil? Nee, ein Bleistift. Jo, so, okay. Wollen wir weiter reingehen? Ja. Und ab da musst du wirklich vorsichtig sein, ne? Ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Das kann heftig werden. Also ich habe es jedenfalls so erlebt, dass es sehr heftig war. Solltest du dich vielleicht nochmal aufpeppen, so ein bisschen? Ja, genau. Ja, ich werde mal ein bisschen noch was essen und trinken. Ist genau. So. Einfach nochmal alles auffüllen. Ja. So, die Waffen, das ist mein Beil, das ist da. Die Waffe ist, ich glaube, ich werde die doch wieder umrüsten. Die zieht mir zu sehr nach rechts. Und die muss ich nachladen. Ja, ich habe ja auch wieder auf die Gatling gewechselt. Dieses Laserdingen, das ist nicht meins. Ist nicht die Welt, ne? Also mich haut das auch nicht aus dem Puschen. Die Tesla hinterher, die später, die ist gar nicht schlecht. Ja. Aber da kann man in der Gruppe sehr schlecht mitlaufen. Okay, wollen wir? Ja. Bist du soweit? Ja. Okay, dann lass uns mal reingehen. So. So, ups, jetzt stehen wir wieder ineinander. So, jetzt hier nochmal. Okay, geht los. Ja. Da ist ein Roboter. So, der war aber leicht. Ja. Das soll uns aber nicht darüber hinwegtäuschen. Und lokalisiert. Beginne Angriff. Ist aber dunkel hier. Ja. Bitte gehen Sie in Deckung, bis die Gefahr eliminiert wurde. Wir sind die Gefahr, du Tröntüttel. Genau. Da kommt da irgendwas gerollt. Ja, warte, ich höre es. Ich gehe raus, warte. Nee, das scheint unter oder über uns zu sein. Okay. Gehen wir weiter, wir können hier nicht durch, aber hier links runter können wir. Ich überlege noch gerade, wo wir hin müssen. Wir müssen. Achtung,
Der Flüchtling sollte als bewaffnet. Ja, wir müssen aber, glaube ich, runter. Hast du nachgeladen? Ja. Warte. Ja. Okay. Wir gehen erstmal rechts, würde ich vorschlagen. Hier scheint einer zu sein. Hey. Ja. Platt. So, wieder Blei. Ich glaube, das war wieder Blei. Hier scheint nichts zu sein, was wir mitnehmen können. Mach auch mal Licht für einen Moment. Hier haben wir ein Klebebandteil noch gefunden. Was ist da drin? Die Schöpfkelle. So, was packt man nicht in einen Aktenschrank? Ja. Oh, Patronen. Hast du Patronen gefunden? Jo. Ups. Warte mal, hier sind noch die Schreibtische, haben auch so Kleinigkeiten wie Plastiklöffel. So, hast du das Geräusch gehört? Ja, das ist ein Geschützturm. Ja, da müssen wir ein bisschen Obacht geben. Warte mal, ich will mal kurz hier den Teller noch mitnehmen. Da haben wir die auf? 10 mm. Hm. Warte mal, wo müssen wir lang? Ich glaube, wir müssen hier weitergehen. Mhm. Oh, hier ist, ich entsperre mal. Moment. Ja. Ich passe mal auf. Ich krieg das Ding hier auf, Freunde. Ja. Jetzt. Mhm. Hier. Aha. Plastikteller technisch starten, nehme ich auch mit. Hier ist noch ein Dings und ein Dings. Ein Bleistift. Sperren benötigt Terminal. Nö, dann sperre ich das jetzt nicht. Mhm. Hier ist noch eine Tür. Wir können hier durch diese Tür durch. Ja. So. Ah! So, die Beine haben wir. Nachladen? Ja. Moment, ich lade nach. Ich habe halt meine Erfahrung mit dem Kram hier. Ja. Deswegen bin ich hier am Nachladen. So, jetzt wird es wirklich ernst. Pass auf, wenn wir Pech haben, wirst du es gleich sehen. Komm, stoß mal auf ein paar Roboter. Die sehr unangenehm werden können. Ja, hast du den gehört? Ja. Ja, das Problem ist, wir sehen ihn nicht. Die sind getarnt. Ja. Aggressor-Troll. Ah, das ist hier. Also, es gibt hier einen Aggressor-Troll, der getarnt ist. Ja. Oder zumindest war das bei meinem Solo so. Der hat mich echt umgenietet. Mhm. Ich will aber das Material haben. Die haben hier schön Bleischrott. Ich kann nichts entdecken. Vielleicht haben wir Glück und der ist tatsächlich keiner. Was Taktik angeht. Was? Ein Ziel? Ich habe ein Ziel. Nein, ist ja einer auf Klo? Was ist das denn hier? Militäruniform, die verkaufen wir. Muss oben sein. Das hört sich an wie oben. Ich glaube auch, ja. Gehen wir doch mal hier rechts rüber. Da war ich hier reingegangen. Nee, der scheint nicht da zu sein diesmal. Der hat mich echt fertig gemacht gehabt. Da ist was drauf. Hier sind nur so Computer. Rad. Das ist eine Kacke. So, die hau ich mal platt. So, schnell nachladen. Ja, ich glaube, hier kommen wir wieder raus. Wir müssen irgendwo einen Punkt haben. Die Frage ist, lade das Systemzugangsband auf ein Sign-in-System-Terminal hoch. Jetzt ja, ist die das ist da unten. Hast du eine Markierung? An dem hier, an dem Rechner ist bei mir eine. Ja, dann mach du da mal. Ich habe nämlich keine Markierung. Vielleicht. Ach, ich muss aus meiner Rüstung raus, ne? Das kann sein, ich passe auf. Stimmt. So, warte mal, hier sind Kryptensichtung, so. Wendigo. Die nehme ich immer nur mit.
Wo ist denn mein Terminal? Ich müsste auch so eine Markierung haben. Okay. Hier ist ja kein Terminal weiter, oder? Doch, hier ist noch einer. Vielleicht muss ich an den gleichen, oder es geht für uns beide. Ja, aber irgendwie ist hier jetzt nichts passiert oder so. Achte mal, schalt das mal alles durch, was da ist. Da muss. Habe ich jetzt. Oh, was ist das hier? Hier steht noch eine Kiste nachher. Du hast. Bei dir ist nichts. Ach, nee, ich weiß, was ich. Ich bin ja doof. Du musst ein Band einlegen, glaube ich. Oh, richtig. Ne, dieses Systemzugangsband musst du da irgendwo einlegen. Genau. So. Systemzugangsband, da ist es jetzt. Genau, stimmt, das mussten wir hier machen. Also externe Verbindung einleiten. Okay, irgendeine Alarmgeschichte. Moment, wer hat da geschossen? Die sind alle leicht diesmal. Bist du wieder drin? Ich bin jetzt in der Rüstung, genau. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da noch rein muss. Ich versuche das mal ganz kurz. Passt du bitte auf? Doch, ich muss hier raus. Ich muss gucken, ob ich da ran muss. Ich muss da wohl auch noch mal ran dann gleich. Ich passe mal auf. Ja. Ich habe mich von Blutwürmern erholt. Ich wusste nicht mal, dass ich welche hatte. Schön. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Guck das noch schnell durch. So, ich glaube, ich muss das auch laden, war das, ne? Warte mal, Ja. Systemzugangsband. Bitte warten. Externe Verbindung einleiten. Okay, das hört sich ganz schön heftig an, was du da machst. So. Es sind nur sehr viele Roboter gewesen, also. Ja, ich hüpfe wieder da rein. So. Ah, bei mir ist es weg, bei dir auch? Wir haben. Jetzt soll ich noch Daten einsammeln irgendwie. Das muss ich wahrscheinlich. Sammle Modus verlorene Daten ein, das habe ich jetzt auch, genau. Die haben sich auf dem Klo versteckt gehabt. Oh, scheiße. Ja. Wow, die haben alle so viele Munition, Fusionszellen. Wo kommt das? Von hier. Genau. Ich sammle gleich mal alles ein, was ich sehe. Ja, ich habe noch gar nicht gesammelt. Ja, lauf mal ruhig durch. Ich passe auf. Die haben alles schön Material jetzt. Hier sind sogar die Löcher zu sehen. Hey, cool. Ja. So. Ja. Was? Wo steht der? Moment. Der kam denn das her? Wieder von mir. Also diese Jezebel hier, die mache ich jetzt platt. Ich muss erst mal gucken, wo die ist. Die ist weiter oben wahrscheinlich, da wo wir hin müssen. Ja, das kann gut sein. Wo wir die Modus-Sachen sammeln müssen. Ja. Okay, hier ist noch so ein Ding. Ich müsste eigentlich jetzt alles eingesammelt haben. Hier sind überall so Stahlhaufen, Metallhaufen. Genau, die habe ich jetzt alle eingesammelt. Die hast du alle? Gut. Ja. Auch unten, ne? Auch ansonsten habe ich sie alle eingesammelt. Ja, auch unten. Na, da müssten auch ein paar liegen. Da ist so ein Telefon, den ich gerade. Den war auch noch mit. Da ist noch einer. Ich hoffe, dass wir nach all dem hier Freunde werden. Freunde werden. Das ja, sagt der andere auch. Freunde werden.
steckt der? Der muss so oben sein. Wir müssen noch nach oben, ne? Ja, ja. Sende, sammle Modus verlorene Daten ein. Genau, das müsste oben sein. Also hier unten, genau, und da habe ich auch einen Punkt, der wird mir angezeigt. Ja, warte mal. Warum habe ich denn diese Punkte nicht? Warte mal, ich habe da drüben. Nee, das ist. Aha. Wollen wir hoch? Ja. Okay, nachladen. So, hab ich. Warte mal, hier ist eine Tür, da waren wir noch nicht drin. Aha, das müsste der Bereich sein, wo wir rein müssen, was? Und hier ist bestimmt auch gleich der Aggressotron, nehme ich mal an. Das könnte gut sein, ja. Sie hätte mich auf Liebe und Vergebung. Wenn wir Pech haben, ja. Jetzt kommen wir durch. Nachladen. Na, ja, viel zum Nachladen habe ich gar nicht mehr. Du brauchst, wir müssen unbedingt für dich Munition machen. Das, was ist das denn hier? Klebeband? Oh, ich habe einen Bauplan gefunden. Jagdgewehr, präziser 38er Verschluss. Naja, nehmen wir mal vorsichtshalber mit. So. Ich werde mal diese blöde Lampe wieder ausmachen. Warte mal, hier liegt ein Zettel. Mir entgeht nichts. Ich lese mal kurz. Johnson, du Armleuchter, ich weiß genau, dass du mir immer das Mittagessen klaust. Hast du ernsthaft gedacht, das würde unbemerkt bleiben? Noch dazu in einer Einrichtung, die buchstäblich dafür gebaut wurde, alles zu überwachen? Tja, dummerweise bin ich der Typ, der das interne Überwachungssystem entwickelt hat. Zahl mir das Doppelte dessen zurück, was ich dafür bezahlt habe. Und gib mir meine Plastikbehälter zurück. Sonst melde ich deine Toilettenaktivitäten, Commander Gold. Okay, cool. Jetzt hat er ein Plastikmesser, habe ich jetzt gefunden. So, okay, mal gucken. Was ist das? Das kann ich nicht mitnehmen. Ah, ich habe Baumplan für irgendwas gefunden. Was war denn das? Oh, Moment, da muss ich mal gucken. Das sah interessant aus. Diverses, Notizen. Elektrifizierte Mr. Handysumme. Summ. Irgendwie. Ich lerne das mal gleich. Kann sich abhanden kommen. Ja, das stimmt. So, da ist so eine Lötlampe. Da ist ein Plastik. Da sind leere Holobänder. Aber da kann man was in dem Terminal. Ja, warte mal, das war kompliziert. Ich hoffe, wir kommen jetzt, ich stoße jetzt nicht mehr auf diesen Aggressotron. Der war nämlich wirklich unangenehm. Mhm. Ich habe keine Markierung. Ich habe die. Das ist auf der anderen Seite irgendwie. Hast du hier keine Markierung für diesen Terminal? Also für den, wo du gerade stehst, nicht. Nee. Gut, da müssen wir zu der ersten Markierung. Wir müssen dann später hierher. Ja, ja. Und warte mal, hier ist eine Werkbank. Ich zähle dich mal kurz. Das werde ich auch machen. Stimmt. Dann habe ich nämlich wieder ein bisschen weniger. So. Scharfschützengewehr zähle ich jetzt auch. Ich habe ein Gatling-Geschütz gekriegt. Oh. Cool, ich habe jetzt auch eins. Müssen wir mal gucken, was wir damit machen nachher. Ja, ja. Vielleicht kannst du da noch was bei rausholen. Und einen rechten Arm für eine T51B. Das mache ich jetzt kaputt. So, es wiegt nämlich immer ganz schön viel. Okay, so, bist du soweit? Ja. Oh, warte mal, ich will mal gerade was gucken, ob meine Waffe noch gut ist. Ja, die gehen noch, okay. Die könntest du dann nämlich, denn dein Gatling könntest du sonst zerlegen. Es sei denn, wir besorgen dir doch so eine, wie ich sie habe. Ja, ja. Aber eigentlich hast du eine, ne? Müssen wir nur die Munition machen für... Oh, hier liegt noch ein Laser. Aber ich wechsle mal zur Schrotflinte. Ja. Ja, ich macht glaub, mehr Schaden im. Deine war, glaube ich, ganz gut aufgerüstet schon. Ne? Ja, die macht 101. Ah. Ist das gar nicht verkehrt, wenn jetzt dieser Aggressotron kommt, dann kann ich immer wieder ranschießen. Und dann ja, du musst dann, nur sagen, ich lade oder so, dass ich weiß, dass du das nachlädst, weil du bist dann nämlich so ziemlich wehrlos. Ich glaube, wir müssen hier raus und nach oben irgendwie. Warte mal, das war hier. Auf der anderen Seite ist eine Tür. Wo? Hier? Hier ist eine Tür.
Aber wir müssen, glaube ich, nach oben, ja. Hier ist ein schickes Geschütz, warte. Ich glaube, das hat uns immer beschossen, oder? Ja. Was ist das denn hier? Eine Archivausgabe? Was ist denn da drin? Modulanweisungen hinzugefügt. Hi! Ich hab das so erledigt. Ach, das ist ja das. Ja, ich auch. Bringe die Anweisung nach Whitespring zurück. Ja. Schön. Du auch. Also doch nichts mit Aggressotron, ja. Nee, den haben wir Gott sei Dank noch nicht gehabt. Vielleicht kommt der später nochmal. Ich weiß nicht, ob wir hier nochmal her müssen. Wir können hier links, glaube ich, hoch. Ja. Ja, es wundert mich, weil da diese Holobänder sind, diese leeren. Das ist eine andere Quest. Mal, ja, die kommt wahrscheinlich. Warte mal. Wir müssen hier. Ja, dann ist das nicht ganz so schlimm gewesen heute. Ja. Vielleicht habe ich das auch verwechselt. Oh, das war groß. Den muss ich noch mitnehmen. So. Ups. Ich sehe nichts. Moment. Jo. Weiter können wir. Hier ist noch ein Globus. Sieh mal einen Globus hier haben. Guck mal, ich habe hier noch gerade noch einen Ventilator. Das nehme ich auch nochmal mit wegen der Feder. Ah, hier ist noch ein Ventilator. Ups, den Ventilator wollte ich gerne. Da ist ein Stift. Noch ein Ventil. Oh, hier ist die Tür, die wir noch nicht auf hatten. Hehe, hier liegen lauter Bürostühle. Okay. 10mm Patronen. Oh, hast du was gefunden da drin? Kamera? Ja, das war's aber auch. Ja, ne? Warte mal, hier war noch irgendwas, was ich hatte. Ich bin da. Nee, ich will nur das abgenutzte Ding haben. Bierflaschen brauchen wir nicht. Nee. Okay. Ja, hier liegen viele Klemmbretter. Oh, eine Coca-Cola. Noch ein Klemmbrett. Wegen der Federn kann man hier ganz gut hergehen. Ja, ja. Dann, ne? Da ist so ein Bleistift. Super. Noch ein Klemmbrett. Ja, okay. Wie sieht's aus? Wollen wir weitergehen? Ja. Gut. Ich glaube, wir haben erstmal ein bisschen was gesammelt, was wir brauchen können. Ja. Okay. Na, das hat sich doch gelohnt. Ja. So, dann. Ja, super. Diese Aufgabe haben wir auf jeden Fall erledigt. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, das war's für diese Folge. Hoffe, es hat Spaß gemacht und lasst doch bitte einen Daumen oben da. Bis zum nächsten Video. Tschüss.